Hallo Fische, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Fische. Hinter dem Deck haben wir für dich kommende Woche als Energie einen Ritter der Stäbe. Ritter der Stäbe. Also Feuerelement, ja, haben wir erstmal jetzt hier. Muss nicht unbedingt jetzt dafür reden, aber ich meine jetzt Feuerelement sieht man hier, ein Ritter der Stäbe. Es ist irgendeine Handlung hier. Also sogar, also dass man viel zu tun hat, viel Energie gibt es in dieser Karte schon, viel Handlung, ja. Ritter der Stäbe ist eine Karte, die natürlich mit einer Handlung zu tun hat, aber auch eine Kommunikation. Auf jeden Fall sehr viel Kraft und Energie spürt man schon für dich für kommende Woche, ja. Also, dass du irgendwas vorhast. Also, du hast etwas vor, du möchtest irgendwie eine Reise machen sogar. Dass du eine Reise machen möchtest, irgendjemand besuchen möchtest. Oder dass das eine Person das mit dir machen möchte. Also, die Energie kann sich ja spiegeln. Das können wir ja nicht ändern, ja. Aber irgendeine Handlung gibt es hier schon. Von einer Bewegung, die man macht, ja, wenn das jetzt eine Person ist, eine Person, die auch nochmals mit dich sehen möchte, also dieses, hier ist sehr viel Leidenschaft in dieser Energie, hier, ja, sehr viel Leidenschaft in der Person, in diese Handlung jetzt, ja. Aber tatsächlich, ja, also siebente Stäbe. Siebente Stäbe und einen Ritter der Stäbe. Also, dass die Person hier irgendwie doch sehr viel Kraft, sehr viel Energie in diese Situation gibt, dass eine Person sogar irgendwie doch darauf besteht und egal wie, so ungefähr, ist das hier schon. Ich sehe viel Aktivität jetzt, Fische. Wir reden hier bei dir über Aktivität, über Bewegung, ja. Sogar, dass du sagst, du bist viel mehr, also du treibst viel mehr Sport oder du bewegst dich mehr oder so eine Situation gibt es hier tatsächlich, ja. Die Karte der Mond, Sternzeichen Fische, wie du, Sternzeichen Krebs, könnte auch sein. Eine Person kommt mit sehr viel Energie. Sehr viel Energie, Leidenschaft, Kraft und besteht darauf, so ungefähr, ja. Was das jetzt heißt, schauen wir mal jetzt. Ja. Schau mal bitte jetzt, Fische, für dich die Karten. Vier der Schwerter. Vier der Schwerter, Königin der Kelchen und die Karte der Tod. Stark, oder? Weil die Karte der Tod in dieser Position hier ist natürlich sehr interessant. Du weißt ja, die Karte der Tod spricht ja über ein Ende. Am Ende reden wir hier über ein Ende. Eine Transformation.
Also sogar, dass diese Person, die ich hier habe, Fische, dass diese Person, die ich hier habe, und nicht vergessen, die Legung kann sich ja spiegeln, weil das wir nicht ändern können, kommt irgendwie wie transformiert, ist eine Person, die du schon bereits kennst, von deiner Vergangenheit. Sternzeichen Skorpion ist hier extrem zu spüren. Ich sehe hier eine Königin, Königin der Kelchen, Sternzeichen Skorpion. Es kann natürlich auch für dich ein König sein. Ja, König der Kelchen, Sternzeichen Skorpion. Wir haben deine Energie auf den Tisch, Fische. Das ist deine Energie. Ein Wasserelement wie du. Sternzeichen Krebs, Fische, aber auch Skorpion. Skorpion sehr stark hier bei dir. Ich spüre, dass du möglich irgendwie keine Kommunikation gab oder man zieht sich zurück. Also ich möchte hier für mich sein. Die Gedanken sind hier sehr stark präsent bei dir in dieser Vergangenheit. Sogar, dass du ja, eine Heilung hier gibt. Ich habe eine Situation heilen müssen. Mir geht es jetzt heute blendend. Also ich denke, ich rede für eine Gruppe von Sternzeichen Fische, die heute schon wissen, wie es geht. Also man weiß jetzt, wie es geht. Also ich weiß schon, wie ich das hinbekommen kann, damit mir es gut geht, damit ich in meiner Mitte bin. Ja? Also ich weiß schon, wie es geht. Ja? Ich habe das Gefühl bei dir, dass es dir gut geht. Aber kommende Woche wirst du irgendwie doch eine Begegnung haben mit jemandem, den du aber bereits schon kennst. Die Person kommt wie transformiert. Es ist eine Person möglich, mit der du schon sehr lang gar keine Kommunikation mehr hattest. Ja, also, man hat hier mit der Person keine Kommunikation gehabt. Unabhängig, ob das jetzt Sternzeichen Skorpion ist oder nicht. Ja? Also, Sternzeichen Skorpion zeigt sich hier, muss aber nicht sein. Natürlich nicht. Nur wenn du in Resonanz kommst. Es kann sogar dein eigenes Element sein. Wasserelement, Sternzeichen Krebs und Fische wie du ist hier auch zu sehen. Also Fische, ich hole mir mehrere Karten. Schau mal, auf den Würfeln kam für dich Sternzeichen Jungfrau. Jungfrau und die Nummer 8. Es gibt eine telepathische Verbindung hier, das sage ich dir aber auch. Es gibt hier eine telepathische Verbindung mit deiner Person. Das kannst du mir glauben. Eine telepathische Verbindung. Zwei Menschen verbinden sich sogar, also telepathisch jetzt, ja, sogar in der Nacht, wenn man schläft. Überhaupt, ich glaube, diese Verbindung ist da, während man schläft, ja. Man träumt mit der Person. Eine Person träumt hier sehr stark von dir oder du oder sogar beide. Also irgendwie das Wort Traum, also dass eine Person träumt, ist hier schon. Ist hier schon. Sogar wach. Ja, ich träume wach auch. Also ja, Fische, also deine Energie ist hier. Dein eigenes Element ist hier. Sternzeichen Fische ist sehr präsent hier. Aber du siehst ja, was ich hier habe. Also Skorpion nämlich auch. Und Krebs. Sternzeichen Löwe. Oje, oje, oje. Und Jungfrau. Schau mal bitte jetzt hier. Stark, oder? Also Sternzeichen Jungfrau ist bei dir auf den Würfeln. Aber Sternzeichen Jungfrau zeigt sich hier nämlich auch. Also ich denke, wir reden über eine Person, mit der du jetzt sehr lang gar keinen Kontakt hattest, keine Kommunikation. Das ist aber hier keine neue Person. Vielleicht gab es auch hier nicht unbedingt eine Langzeitbeziehung jetzt oder irgendeine toxische Beziehung. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Also, ja, also, jetzt muss man hier für sich schauen. Ich spüre hier eine Person,
mit sehr viel Energie und Kraft und Leidenschaft auf dich zukommen wird. Weil diese Person möglich auch Feuerelement oder sehr viel Feuerelement in seinen astrologischen Chart hat. Und diese Person unter anderem, das ist eine Bestätigung, siehst du? Und sogar auch Erdelement kann auch haben. Ich meine, die Sternzeichen, du siehst ja, welche Sternzeichen hier auf dem Tisch sind. Es ist deutlich. Schau mal, Fische, die Karte, die Kraft in der Mitte. Du siehst ja, also Sternzeichen Löwe ist bei dir natürlich sehr zu spüren hier. Die Karte, die Kraft, ich rede über eine Leidenschaft hier. Das ist, also das Wort bei dir, und deswegen wiederhole ich mich auch oft so sehr, weil die Energie manchmal sowas für stark das betont. Also das Wort hier bei dir ist Leidenschaft. Ja? Dass eine Person das sehr stark für dich spürt, diese starke Leidenschaft. Und es könnte natürlich möglich sein, dass du für diese Person nämlich auch. Weil irgendwie, ja, muss aber nicht sein, aber es könnte möglich sein. Die Karte, die Kraft, Sternzeichen Löwe, Leidenschaft pur, auch eine Person, die in diese Selbstkontrolle ist, eine Person, die sich sehr selbst kontrollieren kann. Es ist egal, wie Lust ich habe, mit dir zu reden oder dich zu sehen, es ist egal. Ich kann mich schon selbst kontrollieren. Ja? Also das ist eine starke Energie hier. Ich meine, immerhin die Karte, die Kraft. Diese Person möchte dich natürlich sehen. Ich sehe hier eine hübsche Person, eine sehr hübsche Person. Eine Person, die sehr viel Sport treibt auch. In manchen Fällen sagt dir das etwas, dass diese Person sehr sportlich ist. Und schau mal bitte jetzt hier. Schau mal bitte, was ich hier habe, weil das ist alles außer normal. Ja? Die Karte die Sonne, die Karte die Kraft, die Karte der Tod. Stark, oder? Sternzeichen Löwe, Nummer 1 hier. Skorpion nämlich auch. Möglich ist Sternzeichen Löwe mit Aszendent oder Skorpion mit Aszendent Löwe. Oder halt, dass die Person sehr viel Feuerelement hat in diesem astrologischen Chart. Und überhaupt und so weiter und so fort. Also das ist ja verschieden hier. Ich möchte nicht, dass man sich durch Sternzeichen beeinflussen lässt, weil wir alle eine Kombination von verschiedenen Sternzeichen haben. Und ich wiederhole das ab und zu mal so, weil es sind immer neue Menschen, die sich das Video anschauen, damit man das auch versteht. Also ich spüre hier vielleicht Altersunterschied, muss nicht sein. Vielleicht ist nur, dass die Person eine Person ist, die sich sehr jung fühlt. Also ich kann zum Beispiel 50 Jahre alt sein und ich fühle mich immer noch jung. Und es gibt Menschen mit 20 Jahren alt, die fühlen sich schon wie 50 oder 60. Also so ist das Leben nämlich, ja. Hier habe ich eine Person, die sich sehr jung fühlt, die wie ein Kind sich verhält manchmal, sehr fröhlich ist, eine hübsche Person. Eine Person, die eine ziemlich komplizierte Zeit hinter sich hat und das kann auch mit einer Heilung zu tun haben. Ich rede schon über eine komplizierte Zeit. Ja? Wenn ich das sage, ist, weil die Energie sich auch so zeigt. Die Person kommt durch so eine Situation und kommt wie transformiert. Die Person ist wie transformiert, das will ich auch sagen. Sogar, dass die Person zum Beispiel, die Person hat abgenommen und jetzt ist viel schmaler oder hat zugenommen. Die Person treibt so viel Sport, dass die Person natürlich sehr gut aussieht. Also ja, natürlich, wenn man Sport treibt, sieht man besser aus. Ja, das ist eine Tatsache. Sport zu treiben ist nicht nur gut für die Gesundheit, für unsere Seele, ja, Sport zu treiben, es ist so wichtig wie für mich wie Luft atmen, es ist wichtig, ja, es musste für uns allen, wir mussten uns alle zwingen, Sport zu treiben, ja,
Und natürlich ist das so, dass wenn man Sport treibt, wenn man in diese Disziplin drin ist, natürlich sieht man besser aus. Ja. Genau. Und diese Person weiß das auch. Also ja, ich sehe gut aus. Diese Person weiß das auch. Und es kann auch über dich reden, Fische, ja? Dass du jetzt viel mehr Sport treibst und du weißt, du siehst besser aus. Du gefällst den anderen auch besser, weil du dich mehr um dich fokussierst. Und das zieht auch Menschen an, solche Menschen auch an. Menschen, die sich auch um sich kümmern und so weiter. Sport treiben, das sehe ich hier. Und wenn du das nicht machst, du kannst jetzt damit anfangen. Ja. Es ist so. Wenn du das tatsächlich nicht machst, kannst du damit jetzt anfangen. Aber tatsächlich. Die Person, die ich hier habe, ist eine starke Energie. Tatsächlich. Natürlich, Stolz ist hier. Ja, eine Person, die schon einen Stolz hat. Haben wir ja gesagt, ne? Dass diese Person sehr unter Kontrolle sich halten kann. Ich sehe Zweifeln hier, möglicherweise Zweifeln, weil vielleicht oder weil eine Person, die sehr viel zu tun hat, nochmals kann auch für dich reden. Also irgendwie, man hat alle Hände voll zu tun, man ist sehr beschäftigt durch die Arbeit und so weiter. Ja, aber ich sehe hier eine Person, die tatsächlich, wie sage ich, also diese Person möchte nochmals hier Kontakt aufnehmen. Und diese Person kennst du. Diese Person kann sogar Kinder haben und kleinere Kinder haben. Ne? Jemand vermisst dich hier. Jemand vermisst dich hier. Wie verrückt. Eine Person vermisst dich wie verrückt. Eine Person. Ich würde über Liebe hier reden, mit der Königin der Kirschen reden wir hier über Liebe. Ja, und ja. Ich rede über den Schicksal. Den Schicksal will, dass man sich wieder mit dieser Person. Ja. Augenblick bitte, Fische. Wir haben hier schon mit dem Schicksal zu tun, ne? Wow, gefuerte du. Wir reden über die Liebe. Sternzeichen Schütze zeigt sich hier gerade. Ich sehe eine Person, die eine Heilung machen musste. Eine Person, die heilen musste. Vielleicht eine Krankheit, ja? Ich war krank. Ich hatte eine bestimmte Krankheit und ich musste diese Situation heilen. Eine Person, die am Heilen war. Das kann natürlich sehr gut für dich auch reden, Fische, dass du diese Zeit für dich gebraucht hast. Aber ich spüre eine Person hier, die jetzt so weit ist, ja. Wow, die Gerechtigkeit, nochmals dein Schicksal. Ja. Sternzeichen Waage, nochmals die Karte der Tod. Oh je. Drei, sechs. Der Kerlchen. Also jemand hat hier so schöne Erinnerungen. Jemand ist hier, hat sehr schöne Erinnerungen. Eine Person kann hier einfach. Das war eine Freundschaft. Ich sehe hier keine Langzeitbeziehung oder keine. Wir reden hier über eine Freundschaft von dir, von deiner Vergangenheit, mit einer Person, mit der du keinen Kontakt hattest. Diese Person denkt immer weiter an dich und kann dich nicht vergessen. Und die Person
ist am Nachdenken, wie mache ich das am besten? Wie soll ich hier schreiben? Wie soll ich hier kommunizieren? Nochmals, Löwe, Jungfrau, sehr, sehr stark Jungfrau. Eine Person denkt, ob du vielleicht schon jemanden hast. Also, ja, also hat diese Person vielleicht schon jemanden? Ist er oder sie vielleicht schon mit, in einer Partnerschaft? Denn ich würde gerne an dieser Beziehung dran arbeiten. Ich würde gerne mit dir eine ernste Beziehung führen. Ja? Wow, wow. Fische. Aus der Münze, ne? Fische, ich weiß auch nicht. Ne? Also, schau mal, von dieser Karte kam für dich. Wage es, offen und verletzlich zu sein. Habe keine Angst, ne, Fische. Also, wage es, offen und verletzlich zu sein. Denn das ist, was ich hier auch als Klärung für die Karte der Tod spüre. Angst. Angst, verletzt zu werden. Das ist Angst. Ja? Angst, verletzt zu werden. Angst, wieder verlassen zu sein. Angst, dich offen. Dich zu öffnen, weißt du? Wow, wow, schau mal, es kam auch, du darfst dich um dein inneres Kind kümmern. Tatsächlich. Ich denke, deswegen ist diese Heilung hier. Das ist diese Heilung hier. Man muss natürlich erstmal heilen, bevor man was Neues anfangen kann. Ja, also man muss ja, du siehst ja die Königin der Kelche zweimal in der gleichen Stellung. Ich sehe hier diese Selbstliebe, ja, dass eine Person in dieser Selbstliebe ist. Geheilt hat, ja, und jetzt bist du natürlich vorbereitet, jetzt bist du so weit, Fische, dass jetzt diese Situation, die ich hier habe, vorher war nicht möglich und jetzt ist es wieder möglich. Du darfst vertrauen und dich diese Seelenliebe hingeben, du bist in Sicherheit. Das sagt dir nämlich auch die Gerechtigkeit. Du bist in Sicherheit. Du bist jetzt sicher. Du darfst dich hingeben. Wow, 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 Fische. Also erwarte Wunder. Schau mal die Karte, die ich von Erzengel Michael für dich rausgenommen habe. Ein positives Ergebnis. Positives Ergebnis. Verlasse dich auf die Hilfe Gottes und der Engel. Du hast hier natürlich auch einen Engel. Also hier hast du wirklich diese Hilfe. Die Hilfe Gottes und den Engeln ist tatsächlich da für dich, Fische. Sogar eine Person, wir können hier über eine Person reden, Fische, die nicht mehr bei dir ist, eine Verstorbene, eine Energie, die dich begleitet, dich bei dir ist. Es kann eine Mutter sein, eine Großmutter, Sternzeichen Skorpion sein, Schütze. Es kann hier eine Energie sein, die dich begleitet, Fische. Ja? Sogar Zwilling, Waage, es kommt drauf an, es ist verschieden. Aber ich spüre hier einen Engel, den dich beschützt, ja, und das sieht man, die Karte der Tod zweimal und die Mäßigkeit. Wir reden hier über einen Verstorbenen, ja, einen Schutzengel, den dich begleitet. Also die Energie sagt dir, ich bekomme Gänsehaut gerade, ja? Also die Energie sagt dir tatsächlich, verlasse dich auf die Hilfe Gottes und der Engel. Und das ist tatsächlich so. Also ehre deine Gefühle und vertraue ihnen. Ja? Ehre deine Gefühle.
Denn da irrst du dich nicht. Und bitte Erzengel Michael um Hilfe in dieser Situation. Positives Ergebnis ist die Karte, die ich für dich rausgenommen habe. Und lass dir Zeit, wenn du denkst, dass du dir Zeit lassen sollst. Lass dir einfach Zeit, Fische. Wir reden über eine interessante Energie bei dir. Ja? Und von unserem romantischen Orakel kam für dich, befreie dich. Befreie dich tatsächlich, Fische. Von dieser Energie hier. Von dieser Energie von Ängste. Das ist auch diesen Ego. Ja, so ungefähr. Ich bleibe in dieser Komfortzone bei mir zu Hause. Da kann mir niemand was antun. Da bin ich beschützt. Da kann ich mich schützen. Aber das spricht tatsächlich über Ängste. Ja, also befreie dich. Befreie dich. Ich spüre hier sehr viel Anziehung. Und möglich auch, ja, eine Seelenverbindung ist da. Aber ich sehe auch hier Menschen, die sehr verschieden sind, ja. Also verschiedene Nationalität und du weißt ja, was ich mir sage. Also ich sehe zwei Menschen, die sehr verschieden sind. Meine Botschaft heute hier für dich. Ich denke, die hier sich wichtig zeigt, wenn ich die Karten wieder finde, ist, wage es, offen und verletzlich zu sein. Das ist die Botschaft, Fische. Ja, wage es, offen und verletzlich zu sein. Denn es gibt hier eine starke Legung. Es gibt hier eine starke Energie. Starke Energie, würde ich sagen. Also überhaupt, Sternzeichen Skorpion ist hier. Skorpion, Sternzeichen Löwe. Aber du hast es ja gesehen, was wir über Sternzeichen gesprochen haben, oder? Also hier stark ist Schütze, Skorpion, Fische, Krebs, Waage, Löwe, Jungfrau. Also Jungfrau ist bestätigt hier irgendwie. Und ja, genau, Jungfrau, ja, stell dir mal vor. Vielleicht eine Jungfrau, den du schon so lange nicht mehr gesehen hast und die Person musste selbst auch heilen. Du musstest auch heilen, Achtung hier. Sind nicht immer die anderen, die heilen müssen. Natürlich, wie auf jeden Fall auch. Sehr wahrscheinlich, du musstest auch heilen, eine bestimmte Situation. Und diese Person, an der du gar nicht mehr denkst, an der du gar nicht mehr denkst, kommuniziert sich mit dir. Ich sehe eine Transformation hier, wie auch immer es sei, es gibt hier eine Transformation. Und das hat hier mit dem Schicksal zu tun. Und das ist einfach Schicksal. Das ist Schicksal. Eine Person beobachtet dich halt. Und irgendwie, also die Energie ist da. Fische. Dass ich in deiner Energie auch dich sehe, sehr stark deine Energie sehe, dass du auch sehr viel mehr aktiv bleibst, dass du mehr Sport treibst, dass du in diese Selbstliebe bist, dass du geheilt hast und dass du total transformiert bist. Das sehe ich natürlich auch hier. Dass du eine ganz andere Person bist, das ist hier. Ja? Und dass wir hier mit einer Gerechtigkeit jetzt zu tun haben. Tatsächlich. Also wir reden hier über Karma auch. Ja? Dass jeder bekommt, was man verdient. Und das ist hier mit der Karte die Gerechtigkeit. Es kommt eine Balance hier. Einen Balance, eine Gerechtigkeit. Es gab eine Ungerechtigkeit und jetzt kommt die Gerechtigkeit. Eine göttliche Gerechtigkeit.
Fische, das ist die Energie für kommende Woche. Und wir lassen uns überraschen. Ich bin genau wie du, genauso neugierig, weil diese Energie ist Minimum neugierig. Ja? Minimum. Das Positive hier ist, dass du in diese Energie bist von Selbstliebe. Und das ist der Grund, wenn wir loslassen, wenn wir in der Selbstliebe bin, ich mich um mich kümmere, um mich fokussiere, dann ergeben sich solche Situationen. Ja, ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe die Arbeit gemacht für mich. Ja, eine Arbeit, die eigentlich jeder für sich machen musste. Und da ich diese Arbeit gemacht habe, ergibt sich jetzt für mich eine göttliche Gerechtigkeit. Ich habe meine Arbeit gemacht. Ich habe die Prüfung bestanden. Jetzt ist es möglich. Jetzt ja, vorher nicht. Deswegen, Fische, da wir uns allen in verschiedene Zeiten bewegen, das spricht für eine Gruppe so und für eine andere Gruppe spricht so. Natürlich, wir haben ja nicht alle das gleiche Leben. Das heißt, wenn wir diese Arbeit gemacht haben, diese Arbeit vom Loslassen, vom Selbstliebe. Wenn ich in diesem spirituellen Weg bin und ich um mich gekümmert habe und nicht um den anderen, sondern um mich. Wenn ich selbstkritisch geworden bin und auch meine Fehler erkennen kann, ja, und ich in diese Sachen arbeiten kann, dann, wenn ich das gemacht habe, dann ergibt sich diese Energie hier und nicht vorher. Und jetzt kommt drauf an, in welchem Moment wir uns befinden, in welcher Zeit ich mich befinde hier. Weil die Gerechtigkeit ist keine Karte, die schnell ist. Die Gerechtigkeit nimmt Zeit in ihrem Land. Und deswegen ist, weil die Gerechtigkeit prüft uns immer wieder. Wir werden immer wieder geprüft. Und es spricht über Karma. Das ist natürlich Karma. Karma ist weder gut noch schlecht. Karma spricht einfach für Konsequenzen. Konsequenzen von unseren Taten. Aber was ich hier habe, möglich ist einen Dharma. Ja, ein positives Karma. Weil die Energie zeigt sich nämlich so, ich spüre eine Transformation. Eine Transformation ist hier von deiner Energie und von der Energie von einer anderen Person, die du eigentlich schon kennst, wo du bereits schon Grenze gesetzt hast. Sogar könnte möglich sein, dass das schon über eine Trennung oder Scheidung spricht, ja, von vorher. Also die Energie zeigt sich nämlich so. Aber jemand hier möchte wissen, ob du hier schon in einer Partnerschaft bist oder nicht, ob du schon mit jemandem zusammen bist oder nicht und so weiter. Eine Person hier hat nicht so viel Information über dich, oder zumindest diese Information nicht. Und diese Person würde gerne schon mit dir eine ernste Beziehung anfangen. Ja, das ist, was ich hier spüre. Das ist Schicksal, das hat mit dem Schicksal zu tun. Das, was ich hier habe, hat mit dem Schicksal zu tun. Also Fische, das ist die Energie für kommende Woche. Ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald. Tschüss.